Also wenn ich das so anschaue, merke ich eigentlich, dass in recht kurzer Zeit dass wirklich so viel ist passiert. Und wir schon so viel haben gemacht. Und ich glaube es fast nicht irgendwie, dass ich schon so viele Auftritte hatte. Es ist gewöhnungsbedürftig, sich anzuschauen im Fernsehen. Am Anfang denke ich mir wirklich, hoffentlich mache ich nichts, wo, wo ich blöd aussehe oder wo ich etwas blöd sage oder was auch immer. Merci. Danke, dass ihr sie gekommen habt. Danke. Merci. Und ich bin auch sehr dankbar dafür. Ich bedanke mich immer tausendmal bei allen. Das ist vor allem auch wegen der ganzen Überwältigung von diesen Emotionen. Es ist einfach, es ist wirklich so schön, auf dieser Bühne zu stehen. Ich habe es gehört, die Bänder sind gerissen, mehr oder weniger. Es hat wirklich weh getan. Das erste, was ich gesagt habe, ist, zum Glück singe ich Balladen am Sonntag. Aber dann habe ich gesagt, heute Abend tritt ich auf bei den Swiss Awards. Es tut mir ja nichts. Ich spüre meinen Körper. Ich weiss, wenn es zu viel ist. Hand in hand, we are forever bound. Das sollte doch mein Entscheid sein. Manchmal muss man halt einfach hart bleiben und stier bleiben und einfach sagen, es funktioniert. Und ich bin sehr zufrieden, habe ich das schon so können, dieses durchsetzen. Ich vergesse so etwas, was ein Datum das gerade ist. Im letzten, weil das einfach nicht mehr wichtig ist, sondern wichtig ist, am Morgen stehen wir auf, am Morgen sind wir dort. Dann und dann müssen wir das machen oder dürfen wir das machen. Und zu später Stunde gehen wir wieder ins Bett. So in diesem Stil. Es sind effektiv nur noch 3 Wochen. Und dann ist es vorbei. Respektive dann geht es erst richtig los. Und hier ist Kandidat Nummer 4, Daniel Kandelbauer. You know, I left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way that things might have been. The big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, and we're rolling, rolling, yeah, rolling on a river. And I pumped a lot of tame down in New Orleans, but I never saw the good side of the city till I hit your ride on a river so quick. Big wheel keep on turning, primary keep on burning, and we're rolling, I said rolling, we're rolling on a river. Come on, I said rolling, we're rolling, we're rolling on a river. Do 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 do. I've been picketing, working for the man every night and day. But I never saw the good side of the city till I hit your ride on a river low. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, and we're rolling, I said rolling, we're rolling on a river. Come on, I said rolling, we're rolling, we're rolling on a river. Do 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 do. Merci. Donny, Donny. Hi, hi.
Merci, danke schön, merci. Ja, zu diesen Fans kommen wir, glaube ich, gerade. Aber zuerst noch eine Frage. Hast du jetzt neben deinem Bänderis auch noch deine Hanfenstuhl? Oder ist alles okay? Es ist gut gegangen, ja. Ist alles okay? Alles tipptopp. Okay, also dann zu den Fans. Dani, was genau für Fans, also was für Fans hast du genau? Dein Vizepräsident von deinem Fanclub hat da bei uns in der Markthalle Hausverbot bekommen. Wie genau hat das so weit kommen können, Dani? Ich glaube einfach durch das Herzblut, das er drin steckt und dass er wirklich so Gas gibt, dass er einfach wirklich von voller Emotionen vielleicht ein bisschen zu laut war und deswegen jetzt nicht mehr kommen darf. Aber gleich, hey, wenn du jetzt daheim bist und schaust, merci, gell? Merci für diesen Einsatz. Sie unterstützen dich natürlich gleich immer noch. Sie sind auch selbstständig genug. Sie wollen, dass du Musicstar wirst. Du willst es auch. Das wollen, glaube ich, alle. Wie sieht denn dein Musicstar-Leben aus? Du wirst ja dann zum Solo-Künstler. Deine Band ist dann... Ja, nein, mir ist einfach sehr, sehr wichtig. Oder mein Traum ist es, einmal in ein Studio zu gehen und wirklich mich musikalisch zu verwirklichen mit eigen komponierten Liedern. Und einfach wirklich sehr intensiv an einem Album zu arbeiten. Mit Band oder ohne? Am liebsten mit, natürlich. Okay, also gut. Mal schauen, wie weit dich deine Jury zu diesem Traum führt. Wir fangen gerade mal an mit... Die, genau. Die, da sind wir. Das wird nicht im Ansatz reichen. Bitte? Es wird nicht...